Die Kompromisse zwischen Sport und Komfort ist wirklich gut und nur auf 100 in 5,7 Sekunden. Wenn ich etwas langsamer fahre, dann spüre ich ziemlich viel die Bodenwelle. Er macht wenig falsch, viel Richtiges. Doppelverglasung hier, Sitzheizung, Sitzkühlung und Massage. Eigentlich bin ich schon ein bisschen blöd, wenn ich jetzt ein deutsches Auto kaufe, oder? Hey Leute, heute bin ich unterwegs mit dem DS9 Itens. Das ist das erste Mal, dass wir ein DS by Go haben. Und das ist auch Zeit, weil das Auto ist nämlich wirklich spannend und interessant. DS möchte wirklich im Premium sein, aber anders, französisch. Das ist aber schwierig. Premium-Bereich ist in der Schweiz wirklich Mercedes, BMW und Audi. Ich sage euch heute, ob diese Franzose hier wirklich eine Chance gegen die Deutsche hat. Fangen wir mit dem Technik an. Es braucht in der Schweiz zwei Sachen, um Premium zu sein. Leistung und Allrad. Hier kann der französische Herausforderer zumindest auf dem Papier mit den bekannten Kontrahenten mithalten. Er hat 265 Kilowatt Leistung aus einem Benziner mit Plug-in-Hybrid. Die elektrische Reichweite ist mit 47 Kilometer eher bescheiden. Dafür übernimmt der Stromer den Antrieb für die Hinterachse, so ist der wichtige Allradantrieb mit drin. Der Preis für das Topmodell E-Tens beginnt bei gut 83.000 Franken. Cindys Testwagen kostet mit Vollausstattung fast 95.000 Franken. Ja, das ist teuer, aber Premium ist immer teuer. So ist es. Wenn Cindy den Testwagen aber mit den teuren Teutonen vergleicht, relativiert sich der Preis etwas. Ein deutsches Auto mit ähnlicher Leistung und auch Hybrid kostet mindestens 10.000 Franken mehr. In dieser Klasse reicht es aber nicht nur, günstiger zu sein. Kann der forsche Franzose den dominanten Deutschen wirklich den Platz auf dem Premium-Podest streitig machen? Ja und nein, nicht überall. Das Erste, was mich positiv überrascht hat, ist bei dem Fahrwerk. Hier merkt man, dass der DS die Kunden wegnehmen möchte von den Deutschen, weil das Auto hier fährt sich ziemlich ähnlich. Es lenkt gut ein, es untersteuert ziemlich spät und mit dem Allrad habe ich eine gute Traktion. Die Kompromisse zwischen Sport und Komfort ist wirklich gut und ich kann wirklich auf eine schlechte Straße mit 80 fahren und ich spüre einfach nicht. Für ein 2-Tonnen-Auto bin ich ziemlich überrascht, wie sportlich es ist. Hier eifert der DS9 offensichtlich den bekannten bayerischen Business-Bombern nach. Leider übernimmt er so auch gewisse Schwächen. Wenn ich etwas langsamer fahre, dann spüre ich ziemlich viel die Bodenwelle, aber es kommt auch sicher von den 20-Zoll-Rädern. Es ist wirklich erstaunlich, wie sportlich das Auto ist, weil eigentlich bei der Franzose war Luxus anders. Und dafür gibt es ein Auto. Dieses Auto hier, Citroën DS. Und wegen dieses Auto hier haben sie die ganze Luxusmarke DS genannt. Wenn man eine ganze Marke nach einem Modell benennt, dann muss es ein herausragendes Auto sein. Und das war die DS von Citroën. Bei ihrer Premiere 1955 war sie nicht weniger als das fortschrittlichste Auto der Welt. Sie ließ alle anderen bei der Konstruktion, der Sicherheit und dem Design auf einen Schlag alt aussehen. Das Herz der DS war das hydropneumatische Fahrwerk, das keine Federn und Stoßdämpfer, sondern mit Gas und Flüssigkeit gefüllte Zylinder hatte. Es war das erste variable Fahrwerk der Welt und gab der DS einen unvergleichlichen Fahrkomfort. Das System war so gut, dass Mercedes und Rolls-Royce haben es abgekauft und selber eingebaut. Und zweitens, die DS war so innovativ, dass es würde für die nächsten 20 Jahre gebaut und verkauft. Das wäre heutzutage unvorstellbar, ein Auto für 20 Jahre zu bauen.
Anders als das Modell kann die Marke DS bisher nicht mit solchen Erfolgen beeindrucken. Sie wurde 2014 gegründet und soll für den Stellantis-Konzern im lukrativen Premium-Bereich Geld verdienen. Die neue Marke muss sich ihren Platz in der Geschichte und in den Herzen der Autofans aber erst noch verdienen, ganz im Gegensatz zur legendären Namensgeberin. Ich verstehe, dass man die gleiche Name nimmt, weil das Auto ist einfach Kult und berühmt und man will davon profitieren. Deswegen auch haben sie hier die gleiche Lichter eingebaut. Schau mal, da und da. Das ist schon cool. Aber mit dem gleichen Namen werden auch die beiden Autos verglichen. Und das ist schwierig. Denn die bahnbrechenden Innovationen der echten DS haben die aktuellen Fahrzeuge nicht. Das Topmodell DS9 teilt sich seine Basis sogar mit einem Peugeot, sacre bleu. Das wäre in den 50er Jahren unvorstellbar gewesen. Doch seither hat sich die Autowelt verändert und Cindy findet, dass der große Name vielleicht ein zu schweres Erbe ist. Sie rät darum zu einer etwas objektiveren Sicht. Obwohl sie die gleiche Name haben, muss man eigentlich die alte DS einfach vergessen. Man muss so denken, das ist wie Toyota mit Lexus. Und dann sieht er schon besser aus für der DS hier. Denn die Franzosen folgen dem erfolgreichen Muster jeder Konzernluxusmarke. Man nehme eine edle Verpackung, einen hochwertigen Innenraum und eine Premium-Vollausstattung und mische es mit bewährter und bezahlbarer Großserientechnik, wie etwa dem Motor. Der Vierzylinder ist aus vielen Peugeot- und Citroën-Modellen bekannt. Im DS9 wird er aber mit dem stärksten Hybridsystem des Konzerns kombiniert. Stark heißt auch schnell, von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Das ist genauso schnell wie der stärkste Audi A6 Hybrid. Gleich schnell ja, aber nicht gleich gut. Gerade beim Motor merkt Cindy, dass DS im Stellantis-Konzern nicht die gleiche Auswahl an Technik wie etwa Audi bei Volkswagen hat. Mit diesem kleinen Motor hier, 1,6 Liter, der Arme, der leitet, und das passt einfach nicht in so eine Limousine. Beim Antrieb verliert der DS9 generell am meisten auf die germanischen Gegner. Da merkt man einfach, dass zwei Systeme zusammenarbeiten. Und das ist nicht 100% perfekt. Also manchmal, vor allem im Sportmodus, es ruckelt oder es verzögert sich. Und das können die Deutschen einfach besser. Die Deutschen, damit meint Cindy die ewig gleichen Platzhirsche der oberen Mittelklasse. Der Audi A6, der 5er BMW und die Mercedes E-Klasse. Da Mercedes und BMW ihre Modelle gerade erneuern, nehmen wir den Audi A6 als Vergleich. Mit Plug-in-Hybrid gibt es ihn nur als Kombi. Dieser hat 7 PS mehr und fährt rein elektrisch 5 Kilometer weiter als der DS9. Allradantrieb haben beide. Ähnlich ausgestattet kostet der A6 aber fast 15.000 Franken, also einen ganzen Dacia Sandero mehr. Ja, 15.000 Franken weniger, aber trotzdem. Doppelverglasung hier, Sitzheizung, Sitzkühlung und Massage. Und nicht nur vorne, sondern auch hinten. Und hinten habe ich sehr viel Platz. Also eigentlich bin ich schon ein bisschen blöd, wenn ich jetzt ein deutsches Auto kaufe, oder? Beim Blick auf das viele Leder und die edlen Oberflächen im geschmackvollen Innenraum ist man geneigt, Cindys Frage mit Ja zu beantworten. Jedoch nicht für lange. Wenn sie ganz, ganz genau hinschaut, erkennt sie, wieso bei DS Premium preiswerter als bei der Nobelkarosse vom nördlichen Nachbarn ist. Es ist nicht überall auf dem gleichen Niveau, wie zum Beispiel hier das Material. Es ist nah dran, aber trotzdem nicht genau gleich wie zum Beispiel einem Audi. Das Auto hier hat kein Head-Up-Display und der Apple CarPlay funktioniert nur mit Kabel. Und das ist hier wirklich die große Schwäche, das Infotainment. Der ist langsam und sehr kompliziert.
Und das können einfach die Deutschen viel besser. Man darf aber nicht vergessen, dass der DS9 einen kompletten Kleinwagen günstiger als die dominanten Deutschen ist. Das relativiert seinen Rückstand beim Infotainment und Antrieb. Ob dieser Preisvorteil gegen BMW, Mercedes oder eben Audi überhaupt zum Tragen kommt, das ist eine andere Frage. Denn in der Schweiz kommt bei Premium Prestige vor Preis-Leistung. Frag mal einfach Cadillac, Lexus oder Infiniti, wie schwer es ist auf dem Schweizer Markt. In dieser Preisklasse wollen eigentlich die Schweizer nur deutsche Autos und weiter überlegen sie einfach gar nicht. Was für die breite Masse eine Schwäche ist, kann aber für gewisse Käufer auch ein Vorteil sein. Nämlich, dass der DS9 eben kein deutscher Premium-Panzer ist. Wenn ihr nicht der tausendste BMW oder Mercedes oder Audi auf der Straße sein wollt, sondern etwas individueller, dann mach mal eine Probefahrt mit dem Auto hier, weil er macht wenig falsch, viel Richtiges und ist günstiger.